Langsam sollten wir uns mal um unsere Erde kümmern. Durch die ganzen Abgase geht sie kaputt. Ich freue mich voll auf den AWB-Tag. Oh nein, das ist doch langweilig. Ich wünschte, wir würden mal ins Fußballstadion gehen oder was Cooles machen, so wie die anderen Klassen. Wirklich? Ich würde viel lieber ins Tenniscamp gehen, wo man die ganze Zeit Sport macht. Oder ins Kino, der neue Fußballfilm ist doch schon interessant. Oder Schwimmbad wäre auch cool. Och Mann, Leute, es wird total super, da wir lernen viele über unsere Umwelt und wie man Müll trennt. Oh, warum musst du denn immer so sein? Du bist so ein Streber. Ich muss jetzt übrigens... Hey! Ich auch zum Tennis. Genau. Wir müssen zum Fußballtraining. Hey, wartet, ich wollte noch mit euch reden. Findet ihr die auch so langweilig wie ich? Die hat überhaupt keinen Stil und so streberhaft. Wirklich, uns interessiert Umwelt gar nicht. Und ernsthaft, die macht nie was, was wirklich Spaß macht. Die denkt immer nur an ihre dumme Umwelt. Umwelt, wer braucht sie schon? Dein Ball ist kaputt. Willst du ihn nicht lieber wegwerfen? Gute Idee, kaputte Bälle braucht doch eh niemand. Hast du diesen Ball gerade in die Büsche geworfen? Oh, warum interessiert's dich? Was machst du überhaupt hier? Wirklich, sollst du nicht lieber auf deine Umwelt achten? Hey, tu ich doch. Ihr solltet den Ball lieber in den Müll werfen, anstatt irgendwo ins Gebüsch. Wir müssen eh in die Schule. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Hey, wir gehen doch immer zusammen. Was soll denn das? Lieblingsplatz. So völlig verdreckt. Hier liegt so viel Müll rum. Oh, ich sammle ihn mal lieber ein. Ah, alles wieder sauber. So schön und glänzend. Wie können Sie das mit der Umwelt nur nicht verstehen? Sie ist so schön. Warum hast du uns hergerufen? Es ist hier unten schmutzig. Aber seht ihr das nicht selbst? Wenn wir die Erde weiterhin so verschmutzen, wird es bald überall so aussehen. Och Mann, ist uns doch egal. Ja, echt. Nein, Leute, wir sollten ihr recht geben. Es ist gefährlich. Und die Pole. Wirklich, sie werden schmelzen und dann gibt es keine niedlichen Eisbären mehr. Oh Mann, na gut, stimmt. Du hast recht. Gut, wir respektieren die Umwelt.